Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen beim Club der Köchinnen, Sabine Rinnberger. Du bist die Leiterin vom Münchner Valentin-Museum. In meinen Augen das berühmteste, jedenfalls das originellste Museum von ganz München. Darüber wollen wir nachher eine ganze Menge wissen. Aber zunächst einmal, weil wir wohl gleich anfangen müssen, was gibt es heute zu essen? Also, danke Edith für die Einladung, bin gern gekommen. Und ja, ich habe gesagt, wir haben ja ein bisschen schon hier ein paar Sachen vorbereitet für Gemüsepflanzl. Ich koche gerne vegetarisch, zum Leidwesen meiner Jungs, aber ich mag nicht so gerne Fleisch und ich versuche immer das Fleisch ein bisschen weniger zu verwenden bei uns in der Küche. Also die kriegen schon ab und zu was dazu? Wenn sie es ganz dringend verlangen, gibt es dann Fleisch. Also das Fleisch macht dann eher immer der Vater, der übernimmt dann diese Geschichte. Aber das ist ein Gericht, das bei allen gut geht. Also das essen alle gern. Und wenn man das jetzt schon anschaut, wie schön bunt das hier ausschaut, da macht es Lust, auch mal Gemüse zu essen. Ja, eigentlich, so wie es ausschaut, könnten wir es gleich essen, nicht? Ich habe schon gesagt, anmachen, Salat, auch eine Variante. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Kochen. Gut. Du musst jetzt noch nicht anfangen. Doch, ich fange an. Ja? Ja? Ja. Die Zeit läuft so schnell hier. Ja, und dann verratscht man sich. Also ich habe hier ein bisschen Olivenöl und brate hier das Gemüse ein bisschen an. Sagst du dabei noch, was alles drin ist? Also das ist, da kann man eigentlich nehmen, was man will. Ja, je nach Saison, was es gerade so gibt. Jetzt so zum Frühling hin, Frühlingszwiebel, Tomaten, Paprika, Zucchini. Für mich ist es auch ein Resteessen. Ich nehme immer das, was im Kühlschrank ist. Also das, was man, das sind auch noch geile Rüben. Das sind die besten Tipps übrigens, die wir hier. Ja. Man hat ja oft, von jedem so ein Stück noch irgendwie Gemüsefach liegen. Das nehme ich schnipselt. Und das gilt auch für alles andere. Also ich brate jetzt das Gemüse hier ein bisschen an. Und dann gibt es hier ein Knödelbrot oder man kann alte Semmeln nehmen, so vier Stück, die man zu Hause hat. Wir haben ein bisschen Joghurt, das reinkommt. Man kann auch saure Sahne. Das Knödelbrot kann man ja fertig kaufen. Das kann man fertig kaufen oder beim Bäcker, beim Bäcker. Oder man schneidet sich ein Baguette auf vom Vortag, wenn man noch eins übrig hat. Also wirklich ein Rest der Essen. Also wenn man mal am Tag vorher vom Frühstück ein halbes Baguette übrig hat. Und dann nehme ich Joghurt. Man kann auch saure Sahne nehmen und zwei Eier, die dann in den Teig kommen und dann noch ein bisschen geriebenen Käse. Das machen wir so im Lauf. Das machen wir so der Sendung der Sendung. Aber man kann auch hier Camembert kleinschneiden, also was der Kühlschrank noch so übrig hat. Camembert? Also ich nehme, hier haben wir jetzt hier einen Emmentaler, aber man könnte jetzt das auch mit einem Stück Camembert, also kann man nehmen, was man will. Ja? Sehr gut. Okay. Was muss man an Fähigkeiten mitbringen, um Leiterin von so einem wunderbaren Museum zu werden? Also wenn ich dich ganz wenig korrigieren darf, das heißt seit einigen Jahren Valentin-Karlstadt-Museum, weil wir ja beiden Protagonisten gerecht werden wollen, die wir hier zeigen, also der kongenialen Partnerin Liesel Karlstadt. Und also was man mitbringen muss, ich würde erst mal sagen, eigentlich Courage. Also das Thema erfordert Courage, der Protagonist erfordert Courage. Und das ist ja ein privat betriebenes Museum, das ich hier führe. Also ich bin ja nicht nur, ich leite es ja nicht nur, ich betreibe dieses Museum. Wir leben von den Eintrittsgeldern, sind in einer Liegenschaft der Stadt München, mit einer Sammlung der Stadt München. Und so muss man erstmal mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen umgehen können. Das mit Haushalten. Ich wollte schon fragen, was hast du gelernt vorher? Gelernt? Also ich habe
erst einen anständigen Beruf gelernt, bodenständig. Ich habe erst tatsächlich eine Erzieherinnenausbildung gemacht und habe dann 2 Jahre in Paris in einer deutsch-französischen Vorschule gearbeitet und habe dann Geschichte studiert, mit Leidenschaft. Erst, weil ich es irgendwie interessant fand, aber dann vor allen Dingen zunehmend mich dieses Fach begeistert hat, neuere und neueste Geschichte. Und nach meinem Studium mit alter Geschichte kombiniert und Soziologie, ich hatte das Glück in München eine Generation von ganz tollen Professoren zu haben, unter anderem durfte ich bei Ulrich Beck studieren. Oh. Und, was für ein Glück. Ja, und der hat mich auch geprüft. Aha. Und bei Christian Mayer, ein toller Althistoriker, Hans-Günther Hockerts, also da ist es toll, wenn man in so einer Stadt ist. Ich glaube, das ist jetzt dann ein bisschen, brutzelt man was noch an. Tun wir schon mal ein bisschen Joghurt da rein, damit das Ganze schon mal hier... Das entspricht so einem Joghurtbecher, nicht? Ja, damit das schon ein bisschen weicher wird, kann man das schon mal reintun. Ja, und dann habe ich, angefangen, ich habe in meiner Studienzeit schon ein bisschen für historische Ausstellungen geführt, zum Studium finanzieren, beim Haus der Bayerischen Geschichte und hatte dann das Glück, dort zunächst als Praktikantin anfangen zu können und habe später dort Ausstellungen gemacht im Haus der Bayerischen Geschichte. Ich sehe, es kommen ungeheure Mengen Käse rein, das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja. Wenn man schon kein Fleisch hat. Das ist jetzt einfach geriebener Käse. Wie gesagt, man kann sich da nehmen, was man will. Würziger, milder. Wenn man ganz mutig ist, könnte man sogar mit einem Schimmelkäse probieren. Mit was für einem? Mit einem Schimmelkäse. Ah ja. Und so, das wäre es jetzt, glaube ich, hier. Zum Schluss ein bisschen Petersilie drüber. Mhm. Wir machen gleich Pfeffer. Eine Pause und dann ist am besten, wir machen ein bisschen, kochen ein bisschen weiter in der Pause, damit wir fertig werden mit dem Gericht und das erzählen wir dann nach der Pause. Was wir da gemacht was haben. Was du da gemacht hast. Das ist eine gute Idee. Das Öl hast du nur zum Anbraten gebraucht. Das Öl brauche ich nur zum Anbraten, ja. Und ich brauche jetzt dann auch noch ein bisschen eins, weil die Pflanzen müssen ja auch gebraten werden. Ja, okay. Wir sind gleich wieder da. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Also ich habe jetzt den Teig vermischt, schön mit den Händen, es geht ganz schnell, und diese Pflanzl geformt. Und die sind jetzt schon so ein bisschen gold angebraten. Schauen wir mal, ob die Rückseite auch schon so schön ist. Und es riecht schon gut, gell? Das kann man leider im Fernsehen immer nicht riechen. Aber, ja, das ist, und was mir auch gefällt, ist, dass sie so schön farbig sind. Das ist schön farbig. Bist du sicher, dass die durch sind? Ich wollte noch mal... Braun ist. Ja, schau. Siehst du? Ja. Die sind schön. Sind schon durch. Kann schon raus. Das kann man ruhig so, wie man es will. Gell? Der eine mag es ein bisschen fester. Mhm. Und wir haben ja noch eine zweite. Olivenöl mag ich immer gern zum Anbraten. Ja. Muss ja da auch nicht rauf heiß sein. Nee. Okay, wir waren bei deinem Werdegang, wie du dann, also wir waren beim Studium. Ja, wie und du dann habe ich im Haus der Bayerischen Geschichte angefangen, Ausstellungen zu machen, zeithistorische zunächst, dann
kam meine große Tochter zur Welt. Und dann habe ich erst mal. Wie alt ist die jetzt? Die ist 16 und seit fast 10 Monaten in Argentinien auf dem Gastschuljahr. Und es ist, ja, ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wahnsinnig toll, sehr, sehr weit weg. Auch von der Kommunikation her merkt man, dass man da wirklich noch ganz weit weg ist. Sie hat sich kommt sie mit der Sprache zurecht? Jetzt, glaube ich, kann sie es gut. Aber vorher ging sie ohne ein Wort Spanisch. Also sie hat Französisch, Italienisch, Englisch in der Schule gelernt und hat sich, warum auch immer, Argentinien ausgesucht. Das ist so, da gibt es einen Austauschverein, Youth for Understanding. Und da hat sie sich 2 Jahre beworben dafür und ist jetzt seit August in Argentinien. Und fühlt sich wohl? Sie fühlt sich so wohl, dass jetzt hat sie noch bis Mitte Juni und wir zählen die Tage. Aber und hoffen, dass sie überhaupt wiederkommt. Ja, ich glaube, sie könnte es dann noch ein bisschen aushalten dort. Ja. Aber du hast auch noch. Und zwei Jungs. Zwei Jungs? Ja, 12 und 6. Der eine war unterwegs, als wir schon mal gekocht haben. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Jetzt kommt er dann in die Schule. Im Herbst. Das ist ja dann nicht so ganz einfach. Oder bist du nicht ganztags im Museum? Ich glaube, ich bin 60 Stunden die Woche im Museum. Ja. Ja, man muss sich da gut arrangieren. Man muss sich das, die Arbeit gut aufteilen in der Familie. Wir haben das Glück jetzt wirklich, gerade für den Kleinen, also ich meine, die Flavia ist jetzt schon unterwegs, der Mittlere, der Felix, kann jetzt auch schon mal mit sich selber ein paar Sachen machen und ist sowieso in der Schule sehr, sehr eingespannt, weil er gerne, er ist auf dem musischen Gymnasium und macht gern Musik in Orchester und Big Band, da ist er auch viel unterwegs und für alle Kinder hatten wir immer das Glück, dass wir eine Tagesheimschule hatten, die schöne Ganztagsschule in der Hochstraße. Ah ja. Da, ja, wir wohnen auch da in der Nähe und es ist die schönste Schule Münchens und wir sind froh, dass sagen unsere Kinder. Ja, das ist aber die Hauptsache, dass die Kinder sagen. Eben, ja. Ja, die haben so ein schönes Gelände. Das war das erste Tagesheim in München. Für die damals wenig berufstätigen, alleinerziehenden Mütter ist es gegründet worden. Und insofern sind wir da gut versorgt. Und alles andere muss man halt gut organisieren, wie dieser ganze Museumsbetrieb gut zu organisieren ist. Wir machen ja viele Veranstaltungen. Am Wochenende. Was habt ihr für Öffnungszeiten? Wir haben außer Mittwochs jeden Tag geöffnet von 11.01 Uhr bis 17.29 Uhr. Durchgehend? Durchgehend. Am Wochenende bis 18 Uhr. Und einmal im Monat am Freitagabend bis 22 Uhr. Da machen wir Programm, große Kunst auf kleinem Raum mit vielen Kabarettistinnen und Kabarettisten, die schon bei uns war, vom Hannes Ringelstädter, als er noch so in den Anfängen war, Helmut Schleich, Luise Kinseher, der Christian Springer. Sehe eure Programme immer, finde sie immer sehr aufregend. Und wir haben eine neue Reihe am Donnerstag hier. Und habe es bisher immer noch nicht geschafft. Ja, unbedingt jetzt mal. Also auch, die heißt Neues aus München, da geht es um Musik aus München. Ja. Auch sehr spannend, Münchner Musikgruppen oder Münchner Labels, die wir hier vorstellen. Und dann haben wir am Sonntagvormittag eine neue Reihe, immer am letzten Sonntag im Monat, das heißt das Lied zum Sonntag. Also da kann man mal zum Frühstück hinkommen, um 11 Uhr in der Früh. Macht der Stefan Nölle, ein Münchner Liedermacher, Gastgeber, hat immer einen Gast und es geht um gute Texte. Ja, also, das ist immer im Stüberl. Das ist immer oben im Turmstüberl. Es ist meistens sehr voll und sehr eng und sehr warm, aber die Stimmung und ist sehr gemütlich. Gut. Genau. Und für die Kinder machen wir Märchen auf Bayerisch. Auch hier und da am Sonntagvormittag mit dem Stefan Moore und mit dem Charlie Braun. Und die haben jetzt schon das vierte Märchen auf Bayerisch umgeschrieben. Und mit viel Musik. Und das ist Sonntag. Sonntags auch, ja. Also in unregelmäßigen Abständen. Meist so im Herbst und im Winter. Und das ist unser Bestseller. Da habe ich zu den Erwachsenen schon gesagt, sie müssen jetzt ein Alibi-Kind mitbringen, weil es sind immer viel, viel, viel mehr Erwachsene als Kinder. Und es ist wirklich sehr lustig. Und die beiden haben selber so einen Spaß und so ein Gaudi. Die sind sehr kindisch und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Das machen wir zusätzlich zu unseren Dauerausstellungen und Sonderausstellungen. Wir haben immer
verschiedene Sonderausstellungen viermal im Jahr zu unterschiedlichen Themen bei uns im Museum. Alles hat immer mit unseren Protagonisten zu tun, entweder mit den beiden Liesel Karlstadt, Karl Valentin oder mit der ganzen Volkssängerkultur, die wir auch ausstellen, was ja in München ein ganz besonderes Phänomen war zur Jahrhundertwende. Ja. Oder zur Münchner Stadtgeschichte, die wir auch zeigen zum Teil. Also bei uns geht es um die Vorstadt und die Stadt und was hat die Vorstadt und die Stadt zu tun und wie kommen die kleinen Leute ins Vergnügen. Ja, das heißt, ihr habt ein unglaublich lebendiges und reichhaltiges Programm. Wie eigentlich früher, du hast es immer mehr angereichert in deiner Zeit. Wie lange bist du jetzt dabei? Das 12. Jahr. Ja. 12 Jahre mache ich das. Ich habe ein großes Erbe übernommen. Das war ja auch eine Privatinitiative um Karl Valentin in München von Hannes König damals, um Valentin überhaupt in München präsent zu halten. Der Nachlass ist eine alte Geschichte von Karl Valentin, ging nach Köln, aus München raus. Und so war ein Bedürfnis, diesen großen, ich finde immer noch den ureigensten und großartigsten Künstler überhaupt, den wir in der Stadt haben, hier lebendig zu halten. Und ich merke das, es gibt kaum einen Reiseführer über München, über kuriose Museen, da ist jetzt einer rausgekommen. Es gibt jetzt viele so Heimatbücher, es gibt fast keine Publikation, wo das Valentin-Museum nicht vertreten ist. Ja, das wäre ja auch noch schöner. Ja, aber es sind andere Münchner Museen nicht immer dabei, aber wir sind eigentlich immer dabei, weil man hat da auch so ein Stück, also es ist so ein Münchner Mikrokosmos, den wir hier repräsentieren. Wir sind schon wieder so weit, dass wir eine Pause machen. Und dann die Pflanzen sind auch fertig. Ja, das ist herrlich und die dürfen wir dann probieren. Und dabei erzählst du uns vielleicht auch noch ein bisschen weiter beim Essen. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Der Club der Köchinnen wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. So. Oh, schön, Sabine. Danke. Ein Gemüsepflanzl. Das riecht wunderbar und es ist so schön. Schön farbig, das gefällt mir am meisten dabei. Wenn man will, kann man da auch einen schönen Salat dazu machen und hat ein schönes Essen. Ja, aber an sich, das Gemüse ist ja auch schon drin, ja. Die Vitamine. Ja, ja. Gell? Fleisch ist mein Gemüse, oder? Ich bewundere die Farbe immer noch und denke, das bekehrt mich geradezu von den anderen Fleischpflanzeln weg, weil die sind nicht so schön bunt. Also ich probiere es auf jeden Fall. Ja, ja, sowieso. Danach wissen wir mehr. Du musst. Ja. Hm? Besser wird vielleicht ganz. Wird nachgemacht. Unbedingt. Sehr hervorragend. Wie gesagt, da kriegt man auch Kinder, die gemüseferner sind, zum Gemüseessen. Ja. Ich kann mir vorstellen, man kann verschiedene Gemüse nehmen, nicht nur das, alles, was man so hat. Champignons, Champignons ist auch noch eine gute Idee. Eigentlich du warst Restchen, ne? Alle Restchen könnten wir da verbauen. Das hat sie uns gerade erzählt, das habt ihr nicht hören können. Genauso ist es, wenn immer was im Kühlschrank noch irgendwie ein Stück, eine Karotte. Aubergine geht auch gewürfelt, gell? Fällt einem eine Menge ein. Trockenbrot hatten wir eigentlich immer zu Hause. Ja. Und Käse möglichst auch. Genau. Kann man nehmen, was man will. Was noch da ist. Das letzte Eck. Du hast eben noch, jetzt hindere ich dich ein bisschen am Essen, weil wir noch was hören wollen von dir. Du hast noch so viel erzählt vom Valentin-Museum, was ihr macht ständig. Und gibt es irgendwelche Sachen, die... Ihr plant natürlich im Voraus. Was kommt denn da noch auf uns zu? Also, wir denken immer vorwärts. Also, wir haben die neuen Reihen gefunden. Man muss ja das Publikum immer neu gewinnen. Und nachdem wir vom Publikum leben, habe ich gerne Besucher. Also,
ist ja nicht immer so, dass man gern Besuch hat. Also wir sind ein Museum, das wirklich sehr, sehr gerne besucht ist. Und Gott sei Dank kommen genug Leute zu uns. Und wir haben ja diesen schönen Innenhof im Isartor. Mhm. Also es ist ja so ein Zwingerhof, eine Zwingermauer. Und auch wenn es eine Verkehrsinsel ist, hat es eine ganz eigene Atmosphäre, wenn man dort innen steht. Und wir wollen den auch zunehmend bespielen. Wir haben schon angefangen, einige Ausstellungen in den öffentlichen Raum zu tragen. Wir hatten eine Ausstellung zu 100 Jahre Erster Weltkrieg, Herzliche Grüße aus dem Krieg, wo wir auf großen Stelen die Rolle auch der Volkssänger und der Frontunterhaltung im Ersten Weltkrieg dargestellt haben. Und das geht wetterunabhängig? Das geht wetterunabhängig, mhm. Und das ist dann auch kostenfrei. Das ist praktisch der Teaser für unsere Ausstellung, die wir dann im Sonderausstellungsraum weiterführen. Wir hatten eine zu Münchner Zerstörung, also 70 Jahre Kriegsende in München. War sehr spannend, weil wir die Bilder in Großformaten vom zerstörten München ausgestellt hatten. Und die Leute, da steigen immer viele Touristen aus, da ist der Busparkplatz für diese ganzen Busse, die immer von überall herkommen. Sehr, sehr viele Asiaten. Und die sind da alle stehen geblieben und haben sich überlegt, wo sind wir jetzt eigentlich? Die haben ja überhaupt gar keine Idee zu dem zerstörten München. Ja. Sind wir jetzt in Aleppo oder sind wir jetzt in München? Und das hat viele Irritationen ausgelöst. Und gleichzeitig war es auch irgendwie versöhnlich, weil man also zum Beispiel das zerstörte Isartor gesehen hat, vor dem wiederaufgebauten Isartor, dass aus diesen Ruinen auch wieder was entstehen kann. Das war sehr spannend. Und wir wollen auch zunehmend im Sommer den Geburtstag Karl Valentin, der hat am 4. Juni Geburtstag, feiern und wollen da ein Sommerfest etablieren. Diese Ausstellung, von der du gerade erzählt hast, die gibt es nicht mehr. Oder nochmal irgendwann? Also gerade haben wir sie abgebaut, aber... Weil das fasziniert mich. Das war toll. Und wir hatten diese großformatigen Bilder kommentiert durch kurze Statements von Münchner Künstlern, von Persönlichkeiten aus München, von Älteren, von ganz, ganz Jungen. Und hatten da sogar vom Jugendzentrum in der Au, die haben ein Rap gemacht. Mhm. Vorwiegend Jugendliche, die dieses Thema Zerstörung und Migration am eigenen Leib erfahren haben. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Kooperation. Also es sind auch Sachen, die bei uns entstehen, die man zunächst gar nicht bei uns verortet, aber die natürlich auch mit dem Ort Valentin-Karlstadt-Museum zu tun hatten. Und das erste Foto war natürlich das zerstörte Isartor, das wir gezeigt haben. Ja? Und eben im Hintergrund das wiederaufgebaute Isartor in Originalkulisse sozusagen. Also diese Dinge forcieren wir mehr und wir machen jetzt dann auch eine Ausstellung zur Geschichte des Isartors. Das ist ja das bedeutendste Stadttor in München. Innen oder außen? Beides. Beides. Außen und innen. Also wir holen die Leute vom Innenhof bestenfalls ab. Das hat mich so fasziniert. Ja, ich finde, man muss die Geschichten in den öffentlichen Raum tragen. Ja. Und zwar wirkliche Geschichten. Also die Leute dann anregen, mehr zu erfahren. Das ist ja überhaupt ich bin ja so wirklich als Ausstellungsmacherin, so mit Leib und Seele, die Themen anzustoßen, die Leute hinzuführen. Und wenn man ein freundlicher Ausstellungsmacher ist, macht man das mit kurzen Texten, weil die Leute stehen immer alle in der Ausstellung. Und ich denke mir, das Buch dazu, das kann ich ja dann bequem auf meinem Sofa lesen. Mhm. Aber die Idee ist, ein Interesse, einen Überblick zu einem Thema finden. Wenn man so sich in so Themen einarbeitet, hat man ja so einen Fundus an Wissen. Und ich hoffe, alle Aussteller haben das gehört, ja, das den kurzen ist, Text. Das ist ein großes Problem, weil man ja so viel weiß und dann auch die Sprache zu finden, das ist auch was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, die Sprache zu finden, eine einfache Sprache muss nicht banal sein und was verständlich ist, muss nicht schlecht geschrieben sein. Das ist eigentlich die wahre Kunst, ein Text. Ich fange immer so mit so einem 20-Zeiler an und dann auf so 8 Zeilen zu feilen. Das ist ein richtiges, das ist wie Kreuzworträtsel lösen. Mhm. Ja. Wenn man das dann so hat und sagt, so jetzt habe ich eigentlich nur noch die Fremdwörter drin, die absolut nicht herauszubringen sind und ich habe die Sätze in einer Zeile im Idealfall
und jede Zeile gibt einen Sinn. Und dann hat man, und es geht ja immer um die Kernaussage, was will ich mit diesem Objekt oder mit diesem Bild zeigen? Und alles andere steht in Fußnoten, sage ich mal, und die findet man woanders. Jetzt haben wir gar nicht mehr viel Zeit. Das nächste Projekt startet wann? Wir machen jetzt ein Sommerfest zu Karl Valentin, 2. Juni, 100 Jahre Dada. Valentin Dada ist, mit einem tollen Dada-Bühnenprogramm, das alles mit Karl Valentin zu tun hat, wobei sich Valentin selber niemals als Dadaisten bezeichnet hat, aber er fällt natürlich, wie schon immer, in seiner avantgardistischen, anarchistischen Grundhaltung, fällt er da voll rein. Und wir haben ja einen Verein, Valentin Karlstadt Förderverein, im Untertitel, richtig heißt er Saubande, wo sich nach dem Ausspruch von Valentin im Buch Bunder Wanninger Saubande Dreckerte, also nie die richtige Stelle erreicht. Und wir haben viele an unserer Seite, die da dabei sind, von der Ilse Neubauer, dem Hans Well, die Luise Kinsier, die uns immer wieder unterstützt, der Helmut Schleich, der Christian Springer und viele mehr. Und viele dieser Künstler treten einmal im Jahr, dieses Jahr am 20. November, für uns im Volkstheater auf, als Benefizgala. Matinee ist es, die dauert meistens 3,5 Stunden. Letztes Jahr war sie in 4 Stunden ausverkauft nach dem Vorverkaufsbeginn. Und es sind fantastische Vormittage. Also da gibt es schon Leute, und unsere Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht. Deswegen werden die Leute Mitglieder bei uns. Also ich kann nur sagen, Leute, behaltet es im Auge. Wir müssen nämlich jetzt Schluss machen und trinken ein Schlückchen auf dich. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gekommen. Unglaublich schöne, erfreuliche Sachen gehört. Zum Wohl. Der Club der Köchinnen wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner.